Da sind wir wieder bei Tales of Exilia in der Sturmhöhle, wo ich glaube, müssen wir nicht hin. Aber wir gucken uns trotzdem mal ganz kurz um. Vielleicht finden wir hier ja was Schönes und wenn nicht, dann eben nichts. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Kanabala oder so zum König, um die Erlaubnis zu bekommen, Weibern zu. Nicht Weibern. Weiber reiten können wir auch so. Weiberns. Also Weiber, ihr wisst schon, diese Viecher, diese Drachen zu reiten. Und ja, sonst. Gibt es nichts Neues gerade, ne? Wir sind immer noch komplett überlevelt und selbst auf gemäßigt flutschen wir hier durch wie sonst was. Und ja, ich hatte recht, ich bin hier falsch. Aber ein paar haben schwarze Federn. Ich habe übrigens mal geguckt, für die Federn kriegt man auch Kostüme. Man eine bestimmte Anzahl von den Dingern gesammelt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Kriegt man wohl eins für Jude und eins für Miller, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, dass hier auch noch was Glitzerndes. Aber da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt. Aber finde ich trotzdem cool. So, und dann müssen wir wohl nach da irgendwo. Und ich möchte echt wieder gesund sein. Meine Stimme nervt mich nämlich an. Deswegen kann ich im Moment noch nicht so viel haben in meinem Let's Play. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel schon so vermisst nach ein paar Tagen, dass ich mich jetzt so ein bisschen aufrappel und versuche es wenigstens. Ah, meins! Koteletten? Na super. Also, die sollten mal sexy Sachen da machen und nicht irgendwie so Scheißsachen immer. Das ist schade. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ey, ich bin voll am Arsch. Einfach nach oben immer, Kiri. Immer nach oben, Kiri. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Sind das nicht auch Weibern, by the way? Das sind doch Schwäche, oder? Ja, natürlich, weißt du. Die Leute müssen erstmal in Ruhe hier, unsere, ne? Unsere Typis müssen erstmal in aller Ruhe. Ihr seid gefährlich. Na komm, machen wir uns mal tot. Wir sind überlevelt. Erstmal in aller Ruhe, wisst ihr? Warte. Von wegen Fragen. Oh, dürfen wir eure Weibern ausleihen? Weil wir sind ja, ne? Wir müssen ja und so. Und jetzt auf einmal finden wir raus, dass es die hier überall in freier Wildbahn sind, gibt, die wir einfach mal so abrichten könnten, wisst ihr? Voll easy. Aber nein, wir mussten erstmal. Nicht aufregen, Kiri, es bringt doch nichts. Es ist doch immer die schweren Wege, anstatt sich hier eins einmal ein paar Fesseln zu holen und sich einen hier zu holen. Nein, natürlich nicht. Warum auch einfach, wenn es schwer geht, ne? Manchmal glaube ich, das Spiel hasst mich, aber auch nur manchmal. Gelogen, das Spiel hasst mich immer. Lasst mich alle in Ruhe. Die Kiri ist eh zu überlevelt für euch. Ich kriege hier eh kaum noch XPs. I'm fucking level 56, ne? Ich glaube ja. Aber die Schätze kann ich trotzdem einsammeln. Obwohl, ja, ich sollte wenigstens für die Shops ein bisschen was holen. Ich weiß. Oh, Slayer, ich schmeiße ihn nur runter jetzt. Ich mach schon One-Hit. Ich wollte eigentlich, dass sie ihn noch ausraubt, aber. Los, Slayer, rauf! Ich bin heute One-Hit in. One-Hit, One-Hit. Nicht mit so einer Stimme, Kiri. Ist aber auch anstrengend, so wenn man kaum eine Stimme hat zu reden. Das ist echt schlimm. So, das habe ich auch in der Mine immer gemacht. Immer mit Totenglocke runtergeschmissen. Und dann kann er ja den mich ganz einfach ausklauen. Und dann hat man immer länger die 2000 wert sind in der Mine bekommen. Ja, und wenn man die benutzt zum Aufleveln von Shops, ging das ganz schnell. Den Rest verkauft und neue Ausrüstung. Und Kanabala, wir sind schon da. Oh. Schneestädte sind immer am geilsten. Und dann noch so asiatisch bisschen, ne? Ach ja, wie schön. Mein neuer Lieblingsstadt, Kanabala. Wow. And I thought Chengdu was in Hotburg. Look at this place. The spirit faith is stronger here in Azul than it is in Rashagal. Na, dann sollen sich mal Miller untertan machen. Wow, check those out. That's something you won't see anywhere else in the world. It's one of Kanbalar's famous mountain slide cars. What are they? Kanbalar was built along the peaks of a mountain range.
Those slide cars connect the multiple districts together. Don't they look fun? I bet we could see forever in one of those. Was hat sie denn schon wieder? Warum ist sie immer noch pissed? How do we go about meeting the king? I'll request a royal audience for you when I seek permission to use the wyverns. Don't get your hopes up, though. Many people come to the capital seeking an audience, so you may need to wait a bit. I suggest resting at the inn until I get back. Also, Miller braucht, glaube ich, echt ein bisschen längere Klamotten, ey. I bet right now you're trying to think of a way to do things without Jürgen's help. Und sie haben Jürgen immer noch nichts gesagt wegen seiner Frau. He's a nice guy. Gut. Kanabala, die Dämmerungszitadelle. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Da geht's wohl hoch, denke ich. Joa, das ist eine kleine, süße Stadt, ne? They can take root and establish civilization in even the harshest of lands. Ich geh erstmal shoppen. Typisch Frau, immer zuerst zu den Shops, ne? Ich weiß, ey, ich bin schlimm. So, aber ich glaube, erweitern kann ich nicht mehr groß. Ich wollte den zuerst auf 99 machen, aber ich hab ja nimmer viel, gell? So, das habe ich. Ja, super, das bringt jetzt auch voll. Ich bin schon so hoch. Das bringt dann kaum noch was. Hey. Gibt's sonst auch was? Weil Zubehörladen mag ich echt nicht so gern verbessern. Das bringt mir immer kaum was. Ach, da habe ich immer noch zwei drin. Yay. Verkaufe ich aber, glaube ich, mal, weil ich brauche das Geld gerade. Wenn ich mal wieder Geld brauche, gehe ich da wieder hin. Tja, sonst... Ich schenke dir mal den Rest hin. Aha, gibt es ja auch so viele Punkte, ne? Ach du Fuckers. Also ich glaube, das kann ich mir sparen. Das gibt eh nichts mehr. Das gibt schon ein bisschen mehr. Dann machen wir halt erstmal den Rüstungsladen ein bisschen noch hoch. Ja, nicht so viel, aber ein bisschen. Ah, super. Ja, also jetzt behalte ich die Sachen auch, die nur noch 1-0 geben, weil es bringt nichts mehr. Ich bin jetzt so hoch da schon. Und ich glaube, ja, Dudes habe ich jetzt noch nicht geholt, weil ich benutze ihn im Moment nicht. Mila hat's, er hat, sie hat auch noch nicht. Er, ne, den benutze ich nicht. Und sie hat den besseren Stock von der Teufelsdings. Na komm, Elise, kriegst du mal ein. Ja, noch habe ich ja ein bisschen Geld. Nicht viel, aber ein bisschen habe ich ja angespart. Wow, aber ich hatte... Elise, with gear like that, you don't even need Tipo. Oh, hey, watch so it. What she doesn't need is crazy talk like that. So, aber ich glaube, ja, das ist viel zu teuer. Ihr seht es schon, das kann ich mir erstmal nicht leisten, glaube ich. Naja, oder habe ich einen für Elise wenigstens noch. Ich habe aber, wie gesagt, auch vorher schon so viel eingekauft und Geld ausgegeben und so. Irgendwann hat man dann halt auch keine Lust mehr, wenn man schon so viel gelevelt hat und hin und her. Deswegen entschuldigt es bitte. Ich bin wirklich aufgelevelt. Es ist eiskalt hier. Warum haben sie die Hauptstadt nicht an einen wärmeren Ort gebaut? Und ich bin auch krank, deswegen habe ich so eine scheiß Stimme. Ich werde einen diesbezüglichen Antrag beim König einreichen. Verdammt. Ja, er hat ja sicher nichts Besseres zu tun, ne? Wie zum Beispiel den König, der meist Geister zu empfangen. Oh, das geht gar nicht. Ist gleich da. Sie verwendet Kontrollsteine der neuesten Version und beim ja. Nee, also das Synchronisieren, sorry Leute, Stimme verstellen geht gar nicht so. Was hat der denn für Zuckung? Wenn so wie Schnee in der Schneefanggittern ist, kann es ganz schön gefährlich werden. Darum verwenden wir vorher alles, um sie freizuhalten. Ja, nee. Da bin ich hergekommen, ne? Ja. Sorry, aber das geht überhaupt nicht. Pew! Das geht gar nicht, sorry. Do you think there's anything down there? We should investigate. Hä? Wo? Wo unten? Hier unten? Oh, da muss ich doch gar nicht hin, Typ B.
Nee, da gehe ich noch nicht hin. Genauso wie in Xiandu, da hätte ich ja auch zu den anderen, zu diesen Wiesen-Ebenen-Dingsbums gehen können. Aber ich bin dann jemand, ich denke mir, weil die Leute meckern immer, du guckst hier nicht genug um, aber ich denke mir immer, das kommt vielleicht später am Spiel und ich möchte jetzt nicht schon alles erfahren, wisst ihr? Ich gucke mich sehr wohl überall um an den Karten, wo ich hin muss. Nur nicht da, wo ich eigentlich noch nicht hin muss, weil ich kenne das zum Beispiel von Graces, dass man später nochmal an Orte geht und dann eben eine andere Abzweigung nimmt. Deswegen gucke ich mich da noch nicht um, wisst ihr? Und das finde ich dann nicht in okay, wenn man mir vorher, nee, du guckst dich ja eh nicht um. Das tue ich sehr wohl, Leute. Meine Stimme versagt schon wieder, scheiße. Also das mache ich schon, keine Sorge. Und wenn nicht, können wir später da immer noch vorbeigucken und gucken, was da ist. Ist doch kein Ding. Man muss doch nicht alles einmal machen. Egal wie geschickt man beim Wirken von Geisterarzt ist. Aber Schneeschippen und Dächer freiräumen ist nach wie vor eine Heidenarbeit. Nur noch Feuerarzt und brennt es weg. Wenn ich euch so ansehe, würde ich sagen, dass ihr nichts Besonderes für Erfahrung mit Schnee abstimmt. Wenn ihr an Häusern vorbeigeht, solltet ihr nicht vor euch auf den Boden, sondern hinauf zu dachten. Kann jetzt halt sein, dass er heißt, aber ich kann heute nicht reden, sorry. Ich glaube, ich muss da ja auch schon wieder eine Aufnahmepause machen. Das nervt einen, ist da, wenn ihr aufnehmen wollt, aber nicht können. Mann von Zeilen. Wisst ihr was, ich lese heute mal gar nicht vor. Lest euch das selber am besten vor, weil ich kann es heute nicht. Sorry. Ich bin... Ihr hört es ja, wie mir echt da, aber das ist so wenig als meine Stimme. Oh. Immer wenn ich hier unbedingt aufnehmen will. Naja. Dann gibt es halt nur zwei Parts erstmal aufgenommen. Ne? Schade, aber was immer machen. Ihr seht ja, jetzt ich bin beim zweiten Part aufnehmen und meine Stimme wird schon wieder so schlimm, wo ich auch das zwei Parts aufgenommen habe, ging gar nichts mehr. Okay, da habe ich gestern wirklich gar nichts, gar keinen Ton mehr rausbekommen. Wieso sind hier so viele Leute? Wollt ihr alles zum König? Ach du Scheiße. Ihr wollt alles zum König? Also ich renne mal einfach durch. Yay! Allheimila! Kann ich da jetzt wirklich einfach so rein? Vielleicht soll... Nicht? Vielleicht stehe ich ja darauf, von Soldaten verkloppt zu werden. Hi! Ja, nee, später mal vielleicht. Eventuell, wenn ich Bock drauf habe. Oder wenn ich halt schneller dran komme. Mit Cheaten. Ja! Passt mit der Fahrt bitte auf. Ja, tue ich mit meiner Stimme auch. Ein paar Cutscenes wäre gar nicht angebracht. So that was the rumored mountain slide car. That was quite ja. You sure like high places. Wäre schön gewesen, hätte man was gesehen, Leute. Wirklich schön. War ich hier schon? Ach so, ja, hat sich jetzt ja voll gelohnt. Einmal im Kreis. Dann gehen wir halt doch zum Gasthaus. So, hallo Putzfrau. Hey, ganz schön kalt draußen. Was? Oh, Fußbodenheizung. Dann legen wir uns jetzt hier hin und schlafen. Es ist viel zu kalt, ich will nicht hinausgehen. Warum kann ich nicht einfach den ganzen Tag hier bleiben? Ja, warum eigentlich so? Ich muss mal Bubu machen. Und auch noch mein letztes Geld aus der Hose klauen. Das ist wunderbar. Ich hasse euch. Ach, scheiße. Ja. Warum schmollt sie eigentlich? Also, Elise. Ich meine, wir können doch nichts wegen Tibo dafür. Was hat sie? Why not Joy and Leia? Come on, Elise. Gosh, now that Tipo's giving us the silent treatment, I guess I need to pick up the slack. You talk more than before? Impossible. Hey, just because Tipo's gotten quiet doesn't mean you have to. I'd love to hear more about you, Elise, in your own words. Shut up, Leia. You're the one holding us all back after all. Huh? Elise, that was uncalled for. You should apologize. You must have really crossed the line if Mama Mila is scolding you. I hate Mila. And Leia too. Hey, where are you going? Was hat sie jetzt eigentlich für Probleme? Ouch. That stung a little. Not gonna lie. Die haben ihr doch gar nichts getan. Please, do not let it get to you. Oh, I'm fine. We need to get Elise back. Oder weil... Hä? Vielleicht, weil wir Tipo nicht sofort zurückholen, aber wir haben doch auch Sachen zu tun, Elise. Aber das kommt halt hinten dran so ein bisschen. Ach, du bist blöd. Ich mag Elise nicht mehr. Seit Tipo weg ist, ist Elise ein Missstück. So. Ich mag nur noch Mila und Leia. Ja, sorry, heute geht es nicht. Heute kann ich nicht reden, aber ich gucke mich trotzdem um. Nach dem Part kommt wieder eine Pause. Yay, toll.
Oh, jetzt habe ich auch Hunger. Ja, Bones, vielleicht doch kein Hunger? Habt ihr Lies gesehen? Hm. Okay. Gut, dann... Kinder machen nichts als Ärger. So, wo ist sie denn? Such Elise. Elise! Ich krieg keinen Ton raus. Hat hier mal jemand ein Kind gesehen? Ich guck mal da lang. Erstmal. Erst in die Stadt, dann raus. Ah, seht ihr? Ich weiß, wie es geht. Warum ist sie so arschig jetzt? Der verfolgt uns auch. Ich weiß immer noch nicht, wer genau das ist und was er mit ihr zu tun hat und mit den anderen auf die Bühne. No reason to be alarmed. This is purely a chance encounter. Nothing more. Elise, I'm sorry about before. I can't imagine how lonely you must be without the old Teepo. I know I have a bad habit of opening my big mouth without thinking. Please forgive me. No. Come on, don't say that. I'll beg if I have to. I thought you and Mila were my friends. I hate you. I hate you! Can't you see that I'm just worried sick about you? Liar! You don't care about me at all. I don't want to be friends anymore. Warum ist sie denn hier so bitchig? Miss Elise, everyone is being kind to you right now because you have them so concerned. You say that you feel hurt, but have you considered your own actions? Do you realize that Teepo's words were just as hurtful to Miss Leia? I hurt Leia? Well, hurt is a strong word, but you took the wind out of my sails, that's for sure. I had no idea. Why don't you try apologizing to her? But I said such horrible things. Ich frage es eher, warum? I am certain she will forgive you if you ask nicely. Forgiveness is the sign of a true friend. Leia, I'm sorry. Will you forgive me? Sure, but under one condition. From now on, I want you to tell me more about yourself using your own voice. Huh. You're not the boss of her. You're only 3 years older. Teepo, stop! Elise? Yes? Even if it's only 3 years, I'm still older than you. Right. Leia, scary Leia! There's a lesson here, child. Never take your friends for granted. Der Typ ist so komisch und creepy. Wo ich dachte, er ist ein Arsch und böse und jetzt doch nicht, oder? Ach, ich weiß, ich verstehe das Spiel nicht. The castle ourselves. Yay! Alvin, vor. For the 100th time, let's not cause any trouble for Jürgen. That's no good. Schade. Hm. It sounded like a good idea to me. Ich auch. Ich bin immer bei Mila und Alvin bei den Arschis und ach, ich weiß nicht. In such a high place? Well, I guess maybe it's just more impressive that way. So, was willst du, Tusse? Ich will keine Ahnung. Was? Ein Schweinchen? Was ist ein Schwein? Ich werde dir sicher kein Schweininchenbraten bringen. Elise und Sen. Wow! Jetzt geht's los. Teepo, please. Stop 18 plus Version. But that's on you, Elise. No. I don't want to insult my friends. But at the bottom of your heart, don't you want to? No, you're wrong. Don't say things like that. Bad, Teepo, bad. Hey, take it easy, you two. Ich weiß echt nicht, was ich hatte. Teepo's been saying horrible things. It's all right. I don't mind. Always meddling with us just because you're a few years older. But I like it when Leia meddles. Yep, she really does feel that way. Oh, thanks, Elise. Guess I'll keep right on meddling then. Ich mag Leia auch irgendwie lieber als Elise, weiß ich nicht. Aber auf dem gleichen Level wie Mila. So ein Zeichen von Zuneigung. Also heute sind wir hier bei 18. We're such great pals. Wie er so kussi. Hey,
away! Why do you always chop my face? As a sign of affection. Aber jetzt sieht er wieder normal aus. Das ist voll creepy. So ich weiß nicht. Anyone else before. So that was like a Tipo kiss. Ew. It was? Dann haben wir schon unser erstes Pairing. Jude und Tipo. Ach, was wär's denn? Stolen? That should be my line. I can't believe I'm having this conversation with a puppet. Don't be coy, Jude. You have to take responsibility. Oh, Jude. Responsibility? Responsibility for what? Erst Liebe. Begib dich schon Schloss. Tipo in Zug. Oh, Leute. Oh, that was good. Tipo, what exactly is it that you absorb from foes? Das fragt mich auch immer. Tipo. It's like their energy or enthusiasm. Is that nutritious? Beats me. But when I'm hungry, before I know it, I'm chowing down. You really are a peculiar creature. What does enthusiasm taste like? It depends on the person. For example, yours tastes like strawberries. What? When did you absorb mine? Nach Erdbeeren. I don't need to absorb it to know. I can just tell. Ja, ich höre ja schon auf meinen Gott. That does sound appetizing. Wait. Mila, willst du Sahne haben dafür? Ich höre ja schon auf meinen Gott. Ich weiß. Manalappen vor. What? Your manalobe is crazy developed. Is it? You can just look at her and tell that? Yeah, totally. When you build it up, your face gets all defined and smart looking. I have trouble believing that. So you think my face is stupid looking? No, I didn't mean it like that. It is possible. I too felt that my face became more defined after I started channeling spirits. Perhaps the part of the brain that houses the mana lobe also controls the facial muscles. Rowan, you're buying into this nonsense? Then maybe the reverse is true. If we were to strengthen our facial definition, maybe our mana lobes would grow stronger. That could very well be. Let's give it a try. Tipo, you can't just lie to people all the time like that. Okay, I'm sorry. I've never seen prank victims with such strikingly well-defined faces before. Ihr habt alle Probleme. So, komme ich jetzt ein... Hallo, Angst! That's quite the line. Ja, und wir gehen einfach durch. I guess this king really does listen to his people. The king of Azure is well known for his charisma. It is said he unified this strife-torn country on the strength of his character alone. A guy like that is sure to help us. Charisma only goes so far. If his government is secretly producing children like Elise, then he must answer for it. Thank you. Sorry, we were getting antsy. No, this is actually perfect timing. Are we good to go with the wyverns? Yes, I got royal approval. Yay! And something incredible happened when I requested an audience with Mila. What is it? When I told them your names, they said His Highness was looking forward to meeting you, too. Are you all famous in Rashagal or something? Eher weniger. Ja, das Gegenteil. So. Perhaps word of the tournament has reached His Highness. Oh, ich hab Angst. Wir kommen in Knast. Anyway, I need to head back to Shandu to ready the wyverns. Verlass mich nicht, der wird mich wegsperren. Quite the unexpected welcome. It's not a trap, is it? I have a bad feeling about this as well. You do? Ja. It beats not getting to meet him at all. Keeping secrets from us again? 62 Behaven. Of course. I have to maintain my mystique for the ladies. Ich weiß, ich soll das nicht toll finden. Jude's Blick. What does he mean? They say men with secrets are attractive or something. I'm not exactly the right guy to ask. Come on. Let's go say hi to His Highness. Alvin, we really need you to be also straight. Bei mir hat's auf jeden Fall funktioniert. Don't worry. I know you've put your trust in me. Ja, aber ob das so richtig ist, ist die andere Frage. Ich ahne nämlich Böses. Considering the size of his country, Gaius's castle is actually pretty modest. I think that's admirable. Gaius. Warum war das noch? Ach ja, Guy, es gibt Guy in Guilty Crown, den habe ich auch immer Gay genannt. Ah
ja, Gaius, Gaius. Okay, bevor wir jetzt in Gaius Schloss gehen, speichere ich und dann machen wir einen Cut hier rein. Und ich brauche, glaube ich, wieder eine Stimmpause. Ich hoffe, in den nächsten Tagen wird das besser, weil langsam ist das echt strapazierend für die Stimme und für mich und bläh. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Bis dann.